Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch von der Community. Mauzi hat mir diesen Fall hier zugeschickt und er meint, dieser Knilch, den ich hier bereits ausgewählt habe, der würde cheaten. Jetzt gucken wir mal rein. Weitere Infos hat er mir nicht gegeben. Man kann ja schon mal sagen, dass sie übrigens sehr standardmäßig spielen. Also 4B, einer Mitte, erste Runde. Das heißt, sie können schon so ein bisschen talken. Er hat hier den ersten Headshot ziemlich krass gelandet, aber der Rest klappt nicht. Okay, aber die Mates haben die Runde geholt. Er ist dann jetzt wohl auf Langstehen mit der Deagle. Hier auch wieder genau darauf achten, wie er vorläuft. Ich meine, gut, das eben, da hat er noch genug Zeit gehabt, aber werden wir schon oft eben bei Fällen dann herausfinden können, dass jemand wohl durch die Wände gucken kann. Einfach nur aufgrund dessen, weil er viel zu offen irgendwo reinläuft oder rumsteht. Hier ist ihm jetzt dieser Middle Rush auf jeden Fall auch vom Gehör her bekannt, aber dass hier überhaupt kein Peak mehr Richtung lang geht, würde mir an der Stelle schon sagen, okay, also mit hoher Wahrscheinlichkeit hat er an und hat Vision Assist. Oder er ist einfach dämlich, weil hier könnte noch einer stehen. Eine ganze Weile schon, beziehungsweise auch langsam auf ihn zugeschlichen sein. Auch dieser Peak jetzt hier, die sind an ihm vorbeigelaufen. Es bringt nichts, jetzt hier so reinzugucken. Er guckt jetzt hier scheinbar den an, um einfach sich ein Gesamtbild zu verschaffen von der ganzen Szenerie. Jetzt passt mal auf. Die hört er natürlich auch, klar. Uiuiuiui. Der erste Shot vorhin, der einzige Shot in der ersten Runde und der Shot gerade eben, die sahen auch gleichzeitig schon, ja, so sehr, sehr heftig aus. Wenn er halt Vision Assist tatsächlich anhat, dann ist es nicht so schwer, weil er genau weiß, wann, wo der Kopf rumkommt. Dieser bleibt da deutlich weiter hinten stehen. Er hat schon gesehen, dass da wohl einer Richtung Long geht. Mal gucken. Mhm. Den nächsten will er sich auch noch holen. Den kauft er sich auch, wobei der aber auch dummerweise wirklich exakt so wie der andere rumgezogen ist und sich geduckt hat. Einfach 1:1 kopiert. Der ist nicht durch bis zum Stein oder sowas, sondern hat einfach den gemacht. Mal schauen, ob er gleich ablässt, wenn die Gegner Also auch hier wieder, dass er nicht irgendwie Sorge hat, dass zu dieser Spielzeit, es ist ja einige Zeit ins Land gegangen, keiner einfach von Palace jetzt langsam mal angeschlichen kommt, zeigt, dass er halt leider sehr viel Info hat, wo jemand oder wo alle stehen. Also Mauz, ich würde hier bereits sagen, dass das hier ein Keck ist. Mhm. Ihr dürft auch nicht vergessen, dieser Bereich hier ist für ihn ja sichtbar und Woodpecker war die ganze Zeit hier so plus minus zu sehen für ihn. Also er hatte die ganze Zeit beide in der Hand. Mal schauen, wie er ihn jetzt erwartet. Also auch das Stehen hier, wenn hier jetzt ein normaler Mensch steht, also ein normaler Spieler meine ich jetzt, der ein bisschen Ahnung hat, der wird dann schon irgendwann so ein bisschen hibbelig. Und nicht nur so hin und her, ich guck mal hier, weil von lang kann ja nichts kommen, sondern er könnte von lang jederzeit umgebimmelt werden. Und das war ihm aber vollkommen wurscht, weil er halt wahrscheinlich wusste, wo er stand. Mitte wurde auch schon eingenommen, einer von seinen Mates ist da schon geklatscht worden, glaube ich. Oh ja, ja. Was war das für ein Move? Der hat doch eben einfach beim Lenkrad gespielt. Das sah voll merkwürdig aus, wie er so ganz langsam rumgeschwungen ist. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach jemand ist, der halt nicht gut ist. Und nicht diese Awareness hat, die, ich sag mal, jemand hat, der so schon so ein paar Stündchen auf dem Buckel hat. Aber so wie er da steht auch, entweder weiß er, wo sie sind, oder er ist komplett sorglos auch über den Auslauf des oder Verlauf des Spiels. Abgesmoked, nach hinten weggesteppt, alles klar. Das ist mal ein guter, vernünftiger Zug gewesen. Aber auch, was war das denn gerade? Wer geht denn, um hier hinzulaufen? Einmal nach links und läuft dann nach hinten und dreht sich wieder die andere Richtung um. Wie ekelhaft ist denn das? Anstatt einfach auf D zu drücken und wegzulaufen, während man guckt. Das muss irgendwie jemand sein, das erste Mal in seinem Leben Counter-Strike spielt. Und dann trotzdem einiges trifft. Auf, komm, gib dem jetzt einen Bang. Achso, der hat die Bombe gar nicht. Schade. Mhm. Also das ist irgendwie... Mauti, da musst du vielleicht nochmal sagen, auf welcher Elo ihr hier gespielt habt. Das ist irgendwie... Also er wirkt wie ein neuer Mensch. Keine Ahnung, der... Also in vielen Situationen einfach null Plan hat. Hier übrigens sehr früh wieder von lang weggegangen. Auch das schon wieder. Was war das für ein Move? Er guckt in die eine Richtung, macht dann an. Nee, warte. Und dreht sich dann total komisch um, obwohl er schon längst offen ist für Banane. Hier kann überall was stehen. So, jetzt bauen sie sich vor A auf. Bei Banane. Und einer geht auf Long. Einer hampelt unten bei Connector rum. Der ist jetzt aber weg. Jetzt kriegt er Stress auf A. Ich hoffe, sie gehen nicht wieder einzeln rein. Ich wollte gerade sagen, man sieht die Links natürlich auch hier, ne? In diesem schwarzen Bereich. Das ist alles sichtbar. Es passt überhaupt nicht zusammen, wie er läuft, wie sein Crosshair-Placement ist und wie sein gesamtes Movement-Bild ist. Das passt überhaupt nicht zu den Shots dann. Also hier auch nochmal Visionsassistenz und möglicherweise sogar Aim. Das hier auch gerade eben. Ich meine, gut, vielleicht ist er auch nebenbei und hat halt manchmal die Maus nicht in der Hand. Okay, sowas kann passieren. Aber das, sowas macht man nicht mitten in der Runde, wenn die Gegner close sind. Dann hat man nicht gerade noch 4 Pizzen im Mund. Oder wie bei ihm vielleicht 3 Cocks. Mhm.
Er geht wieder zurück. Okay, okay. Oh, da kommt was. Komm wieder. Guck, da ist gar nichts. Schade, dann gehe ich mal auf Long gucken. Okay, da kam jetzt halt auch eine Smoke. So, Achtung, Kite kommt rum. Achtet hier auch so ein bisschen auf seine Awareness. Da ist aber immer, die Beine. Da ist aber immer auch so ein bisschen angeleckt gekommen. Aha. Also das ist ganz merkwürdig, was der treibt. Ist so schlecht. Und dann macht er da diese Runden. Komm, wir gucken kurz auf den Killfeed. Eben kam ein Töchterchen rein, deswegen habe ich hier mal kurz beendet. Guck, und dann macht er solche Sachen hier. Also er hat null Feeling für das Spiel und dann macht er solche Runden, in denen er dann auf einmal sich passend hinstellt und dann irgendwie was Normales macht. Noch nicht mal was Gutes, aber einfach was Normales, was man erwarten würde. Also ganz komischer Kauz, Visionsassist würde ich ihm in dem Fall dricke und alles andere ist zu unsicher. Und natürlich stinkt er brutal nach Kacke, das ist klar. Mhm. Ah ja, Mauzi, vielen Dank für die Einsendung von deinem Fall. Falls ihr auch Fälle einsenden wollt, einfach den Matchlink per Mail an mich. Die E-Mail ist in der Videobeschreibung verlinkt. Den Matchlink findet ihr hier bei dem Fernseh bei Your Matches. Einfach auf das Match, das ihr teilen wollt, und dann kann man da so einen Link erstellen, mit dem man das Match eben teilen kann. Sofern ihr glaubt, dass da jemand cheatet. Wichtig ist aber bitte, dass ihr mir dazu schreibt, wer das ist. Also wer angeblich gecheatet hat. Im besten Fall sogar einfach dessen Steam-ID schon mal rüberschicken und dann ist das für mich einfacher. Dankeschön. Jetzt lösen wir noch geschwind das Giveaway von letztem Mal auf. Es gab eine Star Trek MP7 Cirrus zu gewinnen. Man musste nur schreiben, ob man schon mal mit mir zusammen gespielt hat oder nicht. Ich habe hier schon alles eingestellt und snacke mir die Kommentare. Vielen Dank für 23 Kommentare und wir suchen uns den Gewinner raus und ich stehe hier nicht wieder mittendrin rum im Bild. So, es ist Tilwack. Safe by the Vision. Haben noch nicht zusammen gezockt. PS, heute schaffe ich es in den Stream. Perfekt. Till, du hast somit das Giveaway gewonnen. Schreib bitte unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast, und schreibe dann noch in deinen YouTube-Kanal, in die Kanalinfo hier, deinen Trade-Link rein. Vielen lieben Dank, dann kann ich dir das Teil zuschicken. Und dann hauen wir heute eine AWP Pit Viper raus. Die kam gerade erst vor kurzem im Stream rein. Vielen lieben Dank dafür. Um hier mitmachen zu können, schreibt einfach Folgendes in die Kommentare. Spielst du, spielt ihr gerne AWP oder eher nicht so? Wir sehen uns somit dann wieder gleich im Livestream. Hier irgendwo stehen auch gerade die Zeiten. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Danke fürs Anschauen. Hau da rein und later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.